Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute an meiner Stimme erkennt ihr, warum wir so ein bisschen Pause gemacht haben. Aber ich habe mich gezwungen, heute die Sendung zu machen. Und ich mache auch heute noch den Meilenmittwoch vom letzten Samstag, um dann eventuell den Meilenmittwoch irgendwie wieder nachzuholen. Wir haben da auch noch einiges in der Pipeline und frisch gepresste Themen haben wir heute auch. Aber damit es zu keiner Konfusion kommt, kümmern wir uns erstmal wieder um das Thema Lufthansa und Streik. Bei dem Streik ist es so, dass es jetzt bei Verdi Druck gibt. Und zwar möchte man jetzt da nochmal Gas geben. Es sind da einige Worte gefallen, die müssen wir mal besprechen. Auch haben wir ein Thema, was Kabine angeht. Die verhandeln wieder. Ja, das heißt also, die Kabine hat da relativ Alarm gemacht, aber jetzt wollen sie Knete sehen. Weiter geht es dann mit der Lufthansa, die gesagt hat, wie viel die ganze Bude gekostet hat. Also das heißt, wie viel sie durch den Streik verloren haben. Und dann geht es weiter mit der ITA und der Lufthansa. Da gibt es von der EU so ein bisschen schlechte Nachrichten. Der Lateiner weiß, was es heißt. Ich verbiete Veto von der EU. Und wir haben dann als letztes Thema heute Boeing. Die rechnen mit einer hohen Geldstrafe in ihrem besonders tollen Fall in Bezug auf die 737 MAX. Ich bin mal gespannt, wie ich hier stimmlich durchhalte, aber da danke dafür. So, ihr kennt ja das Spiel. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren. Jetzt ist es zwar 1 Uhr nachmittags, 13 Uhr Los Angeles Zeit. Ich bin hier wieder in Anaheim. Morgen auf dem Weg in die Wüste. Also unterstützt mich, damit wir wieder jeden Tag die Sendung machen. Und für alle, die es verfolgt haben, meine Mutter landet in 3 Stunden. Also insofern muss ich mich wieder auf dem Weg von Anaheim zum LAX machen, wo ich heute Morgen war und auch jemanden gedroppt habe. Also insofern viel, viel Fahrerei hier in Los Angeles. Das erste Thema, was wir haben, das ist das Thema Lufthansa und Verdi. Also Lufthansa und Verdi. Da gibt es Druck in der Form, dass man sagen muss, dass die Wortwahl auch relativ krass ist. Also ich meine, sollte die Schlichtung jedoch kein Ergebnis bringen, ist davon auszugehen, dass es Erzwingungsstreiks gibt, sinngemäß. Und das ist niemand geringerer als der Kollege Reschinski, der das gesagt hat. Und er ist auch der Beauftragte, der sich um diese Streiks bei Verdi kümmert. Also da könnt ihr dann auch noch mal genauer schauen und sehen, ob da bei der Wortwahl jetzt auch Taten folgen, also ob der Druck ist. Denn die Schlichtung soll ja am Montag, dem 25. beginnen. Übrigens der Tag, an dem auch einige wieder nach Los Angeles kommen, wo wir zur Bank gehen, um Kreditkarten zu bekommen. Aber lass das mal. Und dann sollen damit halt die Streiks zu Ostern vermieden werden, wenn man das so schön sagen kann. Und während der Schlichtung ist halt eine Friedenspflicht gegeben. Heißt also, das ist schon mal ein guter Hinweis für uns, dass es da halt keine Schmerzen gibt. Aber ein Erzwingungsstreik nur so als Randbemerkung ist Streik ohne Ende. Also das heißt, da passiert gar nichts mehr. Also das ist dann Schluss mit lustig. Und das ist natürlich dann etwas problematisch. Ich will es nochmal für den guten Ton sagen, was überhaupt gefordert ist, falls der eine oder andere das vergessen hat. Die 25.000 Beschäftigten bei der Lufthansa am Boden wollen eine Laufzeit von 12 Monaten, 12,5% mehr Geld in der Lohntüte haben, eine Einmalzahlung von 3.000 Euro, die unbestritten sind. Also das heißt, da sind beide einig, da könnte man eigentlich vielleicht schon zahlen. Ne? Dann geht es so weiter, dass die Lufthansa eine Laufzeit von 28 Monaten will und 10%. Und daran seht ihr, dass die Laufzeit und die Summe da das Thema sind und ich bin mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Wir haben dann als Thema natürlich die Warnstreikwelle von der UFO und zwar die UFO, die ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit, aber die Kabine verhandelt wieder und da ist es halt so, dass die Kabine da jetzt wirklich auch Gas gibt und jetzt sagt der UFO-Tarifexperte Harry Jäger, er sagt sinngemäß, wir haben großes Interesse daran, Passagiere nicht übermäßig zu belasten und das ist halt eine gute Geschichte. Im Gegensatz zu den Verdianern sagen, also Boden, ne, das ist jetzt Kabine, gibt es keinen
keine Drohung mit klingt wie Erzwingungshaft, ne? Also ein Erzwingungswarnstreik. Auf jeden Fall ist es so, dass die hier 18.000 Kabinenbeschäftigte vertreten und die knapp 1.000 Leute bei der Cityline. 15% mehr Gehalt soll es geben bei einer Laufzeit von 18 Monaten und auch hier wieder 3.000 Euro. Das ist das, was man da möchte. Und ich bin mal gespannt, was da passiert und wie es da weitergeht. Es geht ja natürlich auch und noch ein paar einige Randthemen, aber das ist dann halt immer so ein bisschen schwierig, das zu vermitteln. Ich bin da auch kein Profi. Aber schön ist, dass man grundsätzlich erstmal jetzt wieder verhandelt und da jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe im Karton hat bei der Lufthansa, weil das ist ja schon ja, nervig, wenn man ehrlich ist. Bei der Lufthansa gibt es auch natürlich Berechnungen und wie gesagt, natürlich wäre es nicht billiger, einfach den Leuten die Knete zu zahlen, wenn man sagt, dass man 250 Millionen Euro alleine da verballert hat. Ja, ich glaube, die 250 Millionen, die könnte man wesentlich schöner und wesentlich besser bei den Leuten anbringen und hinbringen und da dann auch wirklich Ergebnisse erzielen, die dann auch weniger Schmerzen verursachen an der Front. Aber hier ist es wirklich so, dass man da leider sagen muss, wenn man da jetzt nachgibt, dann wäre das ja so, dass man dann immer wieder nachgeben würde und dann irgendwann ist man dann halt so, dass wir auch dann bei den Preisen wieder sind und dann kommen wir wieder an und sagen, oh, es ist teuer. Und das habe ich halt auch bei meinen Consultings im Concierge-Bereich sehr oft gehabt, dass Kunden gesagt haben, what? Das ist aber ein Preis, da wünsche ich mir Corona wieder. Und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass da natürlich die Schmerzgrenze bei den Leuten durchaus langsam erreicht worden ist. Aber ihr könnt ja noch was dazu schreiben. Ich habe dazu, glaube ich, auch die Frage des Tages gemacht. Wie ist die Lage aus eurer Sicht an der Streikfront? Ist das jetzt eher so was Abebbendes? Und das andere ist, wie bewertet ihr halt die Lage? Also das heißt, wie ist es? Ist das etwas, wo ihr immer noch concerned seid und sagt, naja, das ist ja noch nicht alles in den Sack? Da kann es nochmal rauf und runter gehen, in Anführungsstrichen, oder wie geht es da weiter? Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Weiter geht es mit der EU-Kommission und das ist ja jetzt ein Thema, was man ehrlicherweise auch fast schon gar nicht mehr hören kann. Also Streik kann man nicht hören, ITER kann man nicht mehr hören, aber die EU-Kommission hat halt wirklich bei der Prüfung des Zusammenschlusses zum ersten Mal ja nur von einem geringen Prozentsatz, 41%, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das so, 41% genau, für 325 Millionen. Da will man halt ein Veto einlegen und man sagt ganz einfach, dass die Lufthansa und die italienische Regierung, die ja verkaufen wollen, da auf den, muss man sagen, blauen Brief aus Brüssel warten. Und es ist halt wirklich so, dass man mit dem Risiko eines Vetos dort erstmal nur droht. Also da wird jetzt erstmal nur gesagt, ja, ich verbiete. Und das ist natürlich dann immer unschön. Aber es ist auch wichtig, dass man den Prozess natürlich seinen Lauf lässt und guckt, was da passiert. Der Nachrichtensender Sky TG24, glaube ich, ich weiß nicht, wo der herkommt, den Kurs der EU-Kommission verteidigt, wir müssen eng mit Unternehmen zusammenarbeiten, gerade in Wettbewerbsfragen. Und das muss man halt auch ehrlich beantworten, dass Wettbewerb natürlich ein Riesenproblem ist in der Form, wenn er nicht stattfindet. Wettbewerb, wenn er funktioniert, ist wunderbar. Wir animieren uns immer besser zu werden und so weiter. Aber wenn es da halt keinen gibt, ist es natürlich ein wesentliches Problem. Und das was das Streikthema angeht, oder nicht, damit darf man ja Streit sagen, was da das Streitthema ist. Man muss ja aber vorsichtig sein, sonst kriegt man ja Ärger. Zu Recht, da ist so, dass Lufthansa halt bei der Intercon-Strategie nicht möchte, dass man da zu viel reinspielt und zu viel aufgeben muss. Und das muss auch laut Carsten Spohr sagen, bei der Einigung, es muss ein rationelles Vorgehen auch von der Lufthansa da kommen. Und um jeden Preis will man die ITER halt nicht. Also das heißt, da ist immer noch so ein bisschen halt eine Hintertür offen, dass man es nicht will. Und Mitte Mai ist es so, dass dann der Stichtag ist, mit eigenen Vorschlägen bis dahin zu reagieren, um die EU von dem Veto dort ein bisschen zu befreien. Aber ihr könnt ja auch mal dazu schreiben, was ihr davon haltet und ob ihr sagt, das ist schon alles wieder zu viel Quatsch. Ich denke mal, dass das alles natürlich ein
ein Riesenthema ist in der Form, weil man wirklich ja, so viel Zeit, wie das immer dauert. Ne? Also was da auch allein an Geld verbrannt wird. Und jetzt überlegen wir mal, wenn das nicht klappt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das auch wie bei der Spirit und JetBlue-Geschichte war. Bei Spirit ist es ja so gegangen, als JetBlue sich da auch nicht mehr, ich sag jetzt mal, aus dem Fenster lehnen wollte, mussten sie auch eine Strafe zahlen, weil das natürlich auch überall bindet und auch schlechte Innovationen weckt, weil irgendwann ist man ja gescheitert. Also ich bin da mal gespannt, was dazu gesagt wird. Wer auch, ich will nicht sagen scheitert, aber da wirklich mit horrenden Strafen rechnen muss, das sind die Freunde bei Boeing. Und die rechnen auch mit einer hohen Geldstrafe, weil natürlich der Flugzeugbauer da mit dem Beinahe-Unglück, mit dem Türstopfen schon Riesenprobleme hat. Heißt also, dass man 4 bis 4,5 Milliarden Dollar aus dem Konzern Abfluss hat, weil ja auch zum Beispiel United Flugzeuge woanders bestellen, zwar bei Airbus, die Leasingmaschinen sich irgendwo anders holt, also das Einzige, was im Moment verfügbar ist. Und es ist so, dass man die Marke im Jahr 2026 erreichen wollte, in der man dort wieder langfristig Mittel frei hat. Und wichtig ist es ja für Boeing auch langfristig Mittel frei zu haben, um auch einen neuen Flugzeugtyp, also einen Nachfolger für die 737 zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das bei der 737 Max dann Wellen geschlagen hat zur 777X, dass man dort dann ja, keine Knete hat. Oder woran das dann gescheitert ist, dass die Leute dann nicht mehr sich darum kümmern konnten, um die Entwicklung der 777 und dann wieder bei der 737 Max gebunden sind. Und damit hat man halt bei Boeing 5 Jahre Verlust in Folge. Das ist schon hart. Also da muss man Ehrlichkeit aber sagen, dass natürlich, wenn man sich die Marktkapitalisierung guckt, dass man bei der Airbus halt 132 Milliarden Euro Marktkapitalisierung hat. Und das ist schon krass. Und Boeing ist nur bei 104. Also das heißt, Airbus ist da wesentlich besser aufgestellt, was das Kapital angeht. Ja, ich muss zu Ende machen hier mit nur 12 Minuten Sendung. Entschuldige mich, dass das nicht früher geklappt hat, aber irgendwie mit meiner Erkältung, ihr hört es auch in der Stimme, kein Geschenk. Irgendwo zwischendurch musste ich das niesen und so weiter auch unterdrücken. Denkt dran, dass wir auch eine Vereinssitzung haben. Wir haben die Jahreshauptversammlung Vereinigung Passagier e.V. am 24. Schreibt mir eine Nachricht hier an die Nummer. Dann schicke ich euch gerne auch den Zoom-Link. Also da könnt ihr dann auch gerne schreiben. Hatte ich noch was zu sagen? Nein, für euch natürlich an dieser Stelle dann einfach den Abspann. Also danke und bis dann. Ciao. Thank you.